in die Städte. Fielen die Mädchen alle mit. Er war auch stets zu einem wilden Kampf bereit. Das war in Asien eine schöne Zeit. Mir ist heute so nach Tamerlan zumut. Ein kleines bisschen Tamerlan. Wäre ja geniert mich das, geniert mich das, genau. Ich glaube, es passiert noch was, passiert noch was. Heute schöne Blumen, mir Erde, ist Blumen. So nach Tamerlan zumut. Ein kleines bisschen Tamerlan wäre gut. Sehe ich ins Publikum. Es hat ja nur Zweck. Blumen, Blumen für die Dame. Mit dem Tunnel. Welche haben. Und Herren, bitte begrüßen Sie herzlichst mit mir den Autor des heutigen Abends. Leonard Tiger, Peter Panther, Kaspar Hauser, Ignaz Wobel oder nennen wir ihn doch bei seinem richtigen Namen, Kurt Tucholsky. Kam gerade über den Ticker. Die Reichswehr will Anklage gegen Sie erheben. Schon wieder? Ja, die stützen sich auf das Bekannte. Sagte ich Mord? Ja, natürlich Mord. Soldaten sind Mörder. Ja, da sehen die Brauen natürlich rot. Gegen wen soll denn Anklage erhoben werden? Gegen ein Pseudonym? Ignaz Wrobel. Ganz Berlin weiß, dass Sie das sind. Der Text ist ein Jahr alt. Naja, die Zeiten werden stürmischer. Als ob man mit Schreiben überhaupt noch was ändern könnte. Doch. Ihr Leben. Ah, ist Ihr Leitartikel fertig? Das? Beeilen Sie sich, Kurt, sonst verpassen Sie nicht nur Ihren Zug. Also, viel Glück, ja? Ich sehe Ihre Artikel in 2 Minuten auf meinem Tisch. Fehlerfrei! Moment, Kurt, Kurt! Na, was ist mit der Liebesgeschichte, die ich Ihnen vorgeschlagen habe? Ja, die Liebesgeschichte. Lieber Meister, wie stellen Sie sich das vor? Eine kleine Geschichte, leicht, ironisch, zart im Gefühl mit einem bunten Umschlag. In der heutigen Zeit, Liebe. Wer liebt denn heute noch? Kommen Sie, die Leute wollen neben Politik und dem Aktuellen etwas haben, was sie ihrer Freundin schenken können. Vielleicht eine kleine Sommergeschichte. Wunderbar, genau das Richtige für einen Schriftsteller wie Sie. Sie, Kurt, der Inhalt kann so frei sein, wie Sie wollen.
So frei, wie ich will, sind Sie sicher? Absolut. Solange er mich nicht hinter Gitter bringt, was Ihre Leitartikel eines Tages noch tun werden. Mit 15% provisionsfreien Exemplaren für Sie wie beim letzten Mal. 15% sind meine einzige Existenzmöglichkeit. Verleger sind gar keine Menschen, die tun nur so. 14! Bei 14% fällt mir bestimmt nichts ein. Ich dichte erst bei 12%. 12 ist unmöglich. Also gut, 12. Ist das jetzt schon ja? Heute Abend, halber frei. Heute Abend, halber frei. Vielen Dank Ihnen auch. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. Freimann und Sohn haben zum dritten Mal angerufen, wann wir endlich die Lieferung Seife vom letzten November bezahlen. Und Oppenheimer hat sich beschwert, dass er seit 5 Monaten auf sein Geld wartet. Und jetzt raus mit Ihnen. Ihre Urlaubsvertretung kann gar nicht erwarten, anzufangen. Vergessen Sie nicht, die Briefe einzustecken. Schönen Urlaub. Den werde ich haben. Warum legst du ihn nicht um? Das besorgt gerade jemand anderes. Das Einzige, was ich tue, ist Briefe schreiben, in denen ich mitteile, dass er seine Rechnung nicht bezahlt. Und wenn Sie dann nichts Neues liefern wollen, dann droht er Ihnen die alten Rechnungen auch nicht zu bezahlen. Also liefern Sie weiter, was wir Ihnen wieder nicht bezahlen. Und dann nennt er die anderen jüdische Handlungen. Gib mal einen Kuss auf Lydia. Jemand hat einmal gesagt, dass unser Leben nur aus Momenten besteht. Momente, an die man sich in den allerletzten Sekunden erinnert. Wenn ich zurückblicke, so ist der wichtigste Moment der Sommer 1932. Es war der schönste meines Lebens. Ein wundervoller Sommer. Vielleicht, weil ich nicht wusste, was alles passieren würde. Es begann alles in Berlin, dem Mittelpunkt Europas, der verrücktesten Stadt, die man sich vorstellen konnte. Spür für Auftritte, wa? Schön, dass Sie da sind. Das sagst du doch zu jeder. Eine faustdicke Lüge. Manchmal sage ich auch oder denke doch. Schön, dass Sie da sind. Und nicht hier. Der Teufel soll nicht runter bestecken! Frau Kremser hat gesagt, ich soll meinen Pelz mitnehmen und viele warme Mäntel. Denn es gibt keinen Sommer in Schweden. Das hat Frau Kremser gesagt. Sag mal, ist es wirklich so kalt da oben? Ja, mal. Das ist doch merkwürdig. Immer, wenn die Leute in Deutschland über Schweden nachdenken? So nicht. Dann denken die, Schwedenpunsch, furchtbar kalt, Zündhölzer, furchtbar kalt, blonde Frauen, furchtbar kalt. Es ist gar nicht so kalt in Schweden. Sie wollen ja mich nicht hintergibst. Ihre Leitartikel fertig. Was aber mit Schreiben überhaupt noch was ändern könnte. Die Wassersäule von oben nach unten, desto stärker die Verdrängung. Ja, und deswegen schwimmt das Schiff. Das heißt ja auch Schiff, sonst wird es ja Fisch heißen. Wer so viele Fachausdrücke benutzt, da kann irgendwas nicht stimmen. Dass du so schrecklich dumm bist, das ist schade. Ich bin Schriftsteller, was erwartest du?
Wir werden einverleibt. Was machst du denn von Gesicht, hä? In 5 Wochen siehst du Deutschland schon wieder. Prinzessin? Sag mal was. Du Dummer. So wird es aber nichts mit der Sommergeschichte. Bist du des Schwedischen mächtig? Also ich mach das so. Ich hänge an die schönen deutschen Worte einfach die Endung Oss an. Und dieses Sprechoss verstehe Oss hier ganz gut. Da vorne den Baron Wahlberg. Der Taxiunternehmer ist ein Baron. Ja, warum nicht? Herzlich willkommen. Alles gut gegangen. Danke, ja. Schön. Gutas Tagas. Ah, Sie sprechen Schwedisch, Prinzessin. Woher weiß er mal? Du hast mich reingelegt. Ihr kennt euch? Das werde ich dir abzahlen. Und wenn du jetzt mal scharf nach vorne schaust. Nein. Ja. Das ist ja ein richtiges Schloss. Schloss Gripsholm. Und das gehört Ihnen? Danke, Frau Andersson. Tja, glaubst du, du kannst es hier eine Zeit lang aushalten? Eine Zeit lang? Ich bleibe gleich für immer. Das ist mal wieder typisch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wie stehe ich denn jetzt da? Lass mal sehen. So etwa. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Es ist dir zu klein. Es ist dir zu groß. Ich hab nichts zum Anziehen dabei, nichts, was dir taugt. Du bist echt unmöglich. Liebling, Prinzessin, ganz egal, was du anziehst, du siehst immer bezaubernd aus. Guten Tag. Kaum sind wir einige Tage zusammen und schon schielst du nach anderen Mädchen. Das ist der Urinstinkt in uns Männern. Wir können nicht anders. Du hast mich also schon über. Ja,
hoffte, du merkst es erst beim Abendessen. Wenn du dir einbildest, ich werde eifersüchtig. Nach all diesen Proben an Treu, die du bei mir abgelegt hast, dann hast du dich geschnitten. Hast du noch des schwedischen Geldes? Wozu bedarfst du des Geldes, wenn die Frage erlaubt ist? Knöpfchen kaufen. Das ist ein sehr hübsches Geld, damit werden wir sehr vorsichtig umgehen. Ich bin nämlich nicht der Baron, ich bin nur sein Gast. Ein Viertel. Danke. Ja, die beiden, danke. Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Ihr Mann hat... Freund. Für mehr fühlt er sich noch nicht reif genug. Sie wissen ja, wie sensibel die Männer heutzutage sind. Zuerst beklagt er sich, dass er nicht ernst genug genommen wird. Und wenn man dann seinem Heiratsantrag zuvorkommt und Ja sagt, dann bekommt er plötzlich Schüttelfrost und legt sich ins Bett. Baron, herzlichen Dank für Ihre Großzügigkeit. Ja, herzlichen Dank. Sie bleiben, solange Sie wollen. Heiraten diese Frau und ziehen Sie Ihre Kinder hier groß. Oder lieben Sie Ihre Heimat so sehr, dass Sie diese Möglichkeit ausschließen? Ja. Das mit der Liebe zur Heimat, das ist so eine Sache. Ach, red nicht so einen Quatsch, hast du Döskopf. Entschuldigen Sie mein Schwedisch. Jemand, der so viel und so leidenschaftlich und so gescheit über Deutschland schreibt. Und so poetisch. Das geht nicht ohne Liebe. Oh, da haben Sie jemanden, den Sie mächtig bewundert, Kurt. Ich dachte, dieses Privileg gehöre mir. Jetzt muss ich Sie leider allein lassen. Ich breche morgen früh auf. Auf Wiedersehen, verehrte Prinzessin. Frau Andersson wird sich um Sie kümmern. Danke, Baron. Vielen Dank. Make my home your castle. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. Wie hast du dir das alles verdient, du Ehe? Wie hast du das gemacht? Könige haben sich immer gern kleine Hofnarren gehalten. Aber der Baron ist nicht so einer. Nein, der ist ein richtiger Mäzen. Was hältst denn du von der Idee mit dem Kindermachen? Wir haben Könige geschlafen. Und ich wette, sie haben mit ihren Mätressen höchst unkönigliche Dinge gemacht. Warum ist das unköniglich? In Paris gab es mal eine Holländerin. Die hat sie auf ihrem Oberschenkel die Stelle tätowieren lassen, wo sie am liebsten geküsst wurde. Ja? Und wo war das? Da, glaube ich. Ja, bist du dir sicher? Nein, jetzt, wo du mich fragst. Ja. Oder vielleicht da. Feierlich? Moment, feierlich. Pass auf! Da, guck! Ah, ohne Hände, ohne Hände! Ah! Ja, der ist erst am Schloss! Hau rein! Auf! Na gut, da ist die Wand! Verdammt dramatisch, Daddy. Wir müssen alle sterben. Du früher, ich später.
Und spritzen Sie wenigstens in der Gegenwart einer Dame nicht so herum. Sonst werde ich noch ganz nass. Lass mich runter! Lass mich rein! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh, das ist so geil! Wusstest du eigentlich, dass sich Frauen immer an ihren ersten Kuss erinnern? Ist das wahr? Ja. Selbst wenn sie den Mann schon längst vergessen haben. Sag mir, dass du mich liebst. Oh, Prinzessin, du weißt doch, ich kann nicht lügen. Würdest du mich heiraten? Ich verspreche dir auch, Nein zu sagen. Erst einmal. Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Schau, Prinzessin, wir werden abends zusammen ins Bett gehen. Wir werden morgens aufstehen. Irgendwann kennst du alle Nuancen beim Boden. Dann kennst du ihn in Unterhosen, dann wird er satt in deinem Besitz. Dann kennst du alle seine Witze. Ich kenne jedes deiner Gedichte. Und, wirst du die Sommergeschichte schreiben? Ah. Du hast ein bedeutendes Thema. Welches denn? Für mich. Ich bin deine Muse. Ja. Und du bist natürlich der Held. Ich bin kein Held. Meiner schon. Helden sind Menschen ohne Fantasie. Oh, dann kann ich wohl keine Heldin sein. Denn ich habe zu viel Fantasie. Bei bestimmten Dingen. Oh, Menschen. Zusammenbleiben. Komm. Etwas rascher, Pia, komm. Na du? Hier. Danke. Ada. Hast du den Schmerz in ihren Augen gesehen? Von der Kleinen? Kinder sind eben auch nicht immer glücklich. Willst du ein Kind haben? Sag. Dann kriegt es mein Gesicht, ja? Was dann? Solange es meine Intelligenz erbt. Dann aber ich mein's ernst. Wolltest du je Kinder? Manchmal ja, früher. Ich habe mir immer gedacht, ich könnte mir alles beibringen. Was mein Vater bei mir gemacht hat. Dann bist du ja bestens vorbereitet. Du hast gehört, was der Baron gesagt hat. Wir können gleich anfangen. Kinder brauchen eine Zukunft. Aber ein Kind hat doch nur Zukunft. Sie haben kaum Vergangenheit. Meine Großmutter hat immer gesagt, wer ein Kind hat, der hat Hoffnung. Und die werde ich jetzt verpassen. Ich überlege mir, hier zu bleiben. Ja, das wäre herrlich. Wir könnten die ganze Zeit so hier liegen bleiben. Susan. Soll das heißen, du fährst nicht nach Berlin zurück? So müde. Und ich glaube, ich habe mit all dem nichts mehr zu tun. Du bist das Gewissen der Nation. Weißt du, du kannst einem Volk auf Dauer nicht das Gegenteil von dem predigen, was es will. Und deshalb werde ich jetzt erst einmal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an. Du wirst dir in Sprachlosigkeit versinken. Die deutsche Sprache ist dein Leben. Was willst du denn sein? Irgendwas in mir ist verstummt. Was wird denn aus uns? Das weiß ich nicht.
Kurt, ich mache dir einen Vorschlag. Wir genießen zusammen den Sommer. Es wird nichts anderes geben. Und wenn er vorbei ist, dann wissen wir, was wir tun. Einverstanden. Haben die Herrschaften noch Wünsche? Wir uns, Gnädigste? Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Wie denn? Klein, dick und hässlich? Nein, groß und schlank und wunderschön. Hier. Na, dann wäre ich nicht abgeneigt, sie kennenzulernen. Ah, Dieter! Geh weg! Na, du Blattfuß! Du fliegst ja noch beschissener als vor 3 Jahren. Kein Saft mehr in Eiern, was? Du Schreiber! Wie gefällt's dir hier? Ja, wenn der hier nicht dabei wäre, dann würde ich mich ganz gut erholen, aber... Du kennst ihn ja. Er schwabbelt den ganzen Tag und lässt da nicht in Ruhe. Flottes Mädchen. Hast du gespielt? So könnte man es nennen. Russisch Roulette. Ah, Russisch Roulette. Ist ja lange her. Kann ich mal eine Runde? Ja, sicher. Aber vorher nehme ich noch den Champagner raus. Oh, und den wirst du mir dann doch zu schaffen. Badezusatz. Jawohl. Hier. Na, schmeiß sie an. Sofort. Schmeiß sie an? Ja, eine Maschine. Ihr macht einen Witz, oder? Nö. Kontakt! Kontakt! Lieber Kurt! Kurt, verdammt! Komm da raus! Du verdammter Idiot! Du sollst da rauskommen! Nein! Kurt! Geht doch ganz flott! Du bist genauso ein Idiot wie er! Du bist niemand genug ist! Dann hast du immer noch mich. Hab ich ja sehr viel gewonnen. Ja, glaubst ernsthaft, ich lasse zu, dass er sich umbringt? Er kann's doch. Er hat mir nie irgendwas vom Fliegen erzählt. Tja, jeder hat sein kleines Geheimnis. Mein liebes Gottchen. Hier würde ich mich auch liebend gerne über die Schwelle der Jugend führen lassen. Na? Da ist es ja kein Wunder, dass ihr so prächtig aussieht. Danke. Waschigun mit Taschkopf, der serviert. Liebe Frau Andersen, Ihre Überraschungen sind mit die angenehmsten. Wie machen Sie das nur, dass das Zeug so schnell kalt wurde? Demi lila Hemmlichkeit. Dein Kosename entpuppt sich als wahre Vorsehung, Lydia. Ja, Kurt ist eben ein Hellseher. Und ein Schwarzseher. Also kein Widerspruch. Trotzdem herzlichen Dank für die Komplimente. Auf, lasst uns stoßen. Auf die Freundschaft. Auf eure Freundschaft. Auf die Freundschaft, denn sie ist wie ein Zuhause. Oder so. Und, schmeckt er euch? Schmeckt ja wie bei Witwe Klicker. Sag mal, hast du Zeitungen mitgebracht? Oh, habe ich, ja. Und den Vorschuss von deinem Verleger. Schreibst du? Ja, egal, ich höre der Treppen. Nein, ich schreibe nicht. Ich habe Sommerpause. Na, das kennen wir ja. Du hast mir nie etwas vom Fliegen erzählt. Nein? Nein. Geht's dir gut? Sehr gut. So. Du gehörst zu Berlin und Berlin gehört zu dir.
alles, was wir lieben. Auf Deutschland. Auf alles, was wir hassen. Auf Deutschland. Und wie sich auch die weißen Lieder ranken. Und wie sie sich, wenn die letzten Hüllen sanken, wollüstig alt. Die Orgie und entkleidet bis zum Nabel. Von unten her und welch ein Sündenbabel. Welch Freudenhaus. Du Polizei vom Alexanderplätzchen. Es sieht doch jeder gern sein eigenes Schätzchen und sein Visier. Dies Schauspiel war zum Beispiel für die Dümmern. Du musst dich aber nicht um alles kümmern. Wir schenken's dir. Halten Sie bloß auf Ihren Mann auf. Und presse du, lass das Moralgeflänne. Willst du, dass ich dir etwas Schlimmeres nenne als dies Lokal? Die Gaben nackt sich in den Masterloch. Das Liebste tust du schließlich jede Woche. Wohl 13 Mal. Lieber Kurt, ich verstehe sehr gut, warum Sie sich in sich selbst zurückgezogen haben, warum Sie diesen Bogen um die traute Heimat machen, zumal das Wetter hier sehr elend ist. Die Ereignisse sind gleichfalls nicht gerade heiter. Der Beginn des Soldatenprozesses ist nun festgelegt. Ich kann nicht erkennen, was es bringen sollte, wenn Sie dazu nach Berlin kämen. Die reaktionäre Presse würde über Sie herfallen, was Sie ja ohnehin tut. Nur einen Wunsch aus bestem Herzen, verkrampfen Sie sich nicht. Im Übrigen, wir wollen uns wiedersehen und über die Vergangenheit lachen. Herzlichst, Ihr Oss. Hast du noch den Irrsinn in den Augen, als uns das Geld zerrann? Und man ganz Deutschland praktisch für 1000 Dollar kaufen konnte? Wir wollten alle Cowboys werden. Ja, es war eine schöne Zeit. Du, was macht ihr eigentlich da drüben? Ah, sie glaubt, es ist die in Schweden übliche Art, Fischers zu fangen. Und wie sagt man, Soldaten sind Mörder auf Schwedisch? Wie bitte? Ja, ist das jetzt die Sprache, in der du in Zukunft schreiben willst? Was bewegt deine Seele, mein Freund? Naja, war halt ein bisschen radikal, ne? Oder besser gesagt, gewagt formuliert. Ach komm, das haben schon ganz andere Leute so oder so ähnlich formuliert. Ich hab's nur abgeschrieben. Weißt du, ich werde allmählich größenwahnsinnig, wenn ich lese und höre, wie ich Deutschland ruiniert habe. Und in all den Jahren habe ich es nicht einmal geschafft, einen einzigen Schutzpolizisten von seinem Posten wegzubekommen. Das schmerzt. Gewagt, hä? Verzweifelt vielleicht. Du warst auch Soldat. Ja, eben. Und waren wir oder sind wir deshalb Mörder? Muss ich dir das wirklich erklären? Ja. Wir haben großes Glück gehabt. Wir lagen nicht im Schützengraben. Wir lagen in den Armen hübscher Mädchen. Ja, natürlich haben wir Glück gehabt. Ja, wir haben Glück gehabt. Es will ja keiner einen neuen Krieg. Ich sag ja nur, Deutschland braucht ein neues Selbstbewusstsein. Mit deutschem Gruß, Horst Pressack. Jungs, ich habe einen gefangen, das... Hey! Du kriegst ihn! Ich nenne ihn Kurt. Sehr Kurt. Juhu! Mach mir das nach! Oh. Oder das! Hey, guck mal, das sieht aber hübsch aus, was die da machen. Und der Mond geht auf. Ja, so ist es schön. Geist und Körper im Einklang. Charakter entsteht durch Selbstbeherrschung und Disziplin. Die erinnert mich an meine Mutter. Wer, die Dicke? Die mit der Pauke. Wer war das? Ja, wer war das? Auch Ehrlichkeit gehört dazu.
Ada hat immer noch nicht begriffen, warum sie hier ist. Deine Mutter hat dich mir anvertraut, weil sie von mir erwartet, dass ich aus dir ein brauchbares Mädchen mache. Und das werde ich, Ada. Ada muss leider auf ihr Zimmer gehen. Sie darf heute nicht in unserer Gemeinschaft weitermachen. Und Aufstellung. Hier steht. Guck mal, das war das kleine Ding mit den Blumen. Schon holt sie zurück. Die will zu dir. Du hast Eindruck gemacht. Ja, die spürt sicher deinen Mutterinstinkt. Ada! Halt! Bleib stehen! Wir wohnen im Schloss. Jetzt ab in die Haie. Dann könnt ihr noch ein bisschen quasseln. Quassel doch mit. Nee. Ich bin reif. Und ich sehe später. Ich mache mir Sorgen um dich. Ist ja komisch. Ich mache mir nämlich Sorgen um dich. In Berlin kursieren Listen von sogenannten Vaterlandsverrätern. Mit deinem Namen drauf. Ganz oben. So, so. Und du fliegst eine Maschine der deutschen Luftwaffe, die es offiziell gar nicht geben darf. Und die, so hört man, ihre Übungsflüge in Sowjetrussland absolviert. Russisch Roulette? Ich fliege aus Leidenschaft. Ich weiß. Und ich... Ich schreibe aus Leidenschaft. Wenigstens bis vor kurzem. Und jetzt? Geht so. Und selbst? Ich fliege immer noch gern. Ich auch. Also, es ist höchste Zeit, dass wir jetzt beim Bruder schaffen. Und die vollbusige Freundin von Jakob hat sich einfach aufgeworfen. Und immer nur das Heimliche. Was ist denn los mit dir? Du hast. Ich bestelle dir mal was. Gut machst du das. 21-1 für mich. 22-1 für mich. Hallo! Das ist Billy! Das muss Billy sein! Billy! Endlich! Schön, dass du da bist! Hallo, sinnigste Stimme Berlins. Wo hast denn die schicke Karosse her? Oh, ja, das ist meine kleine Schnuckelbiene. Schön, was? Mit Freuden bezahlt oder mit Geld? Das geht dich gar nichts an, Herr Karlchen. Halt deine Klappe und trag das Gepäck der Dame in ihre Gemächer. Anderson? Hallo. Komm mit. Ich hab gedacht, ihr seid da und ausverkauft. Ich hab gedacht, ihr spielt ein bisschen Herzmann. Ja, das ist doch wahr. Das ist eine Sensation. Hey, das reicht jetzt. Ja, ich weiß. Frau Anderson, haben wir noch ein Bett für die Damen? Selbstverständlich. Anderson, die das tut. Es kocht hier. Hier. Ja. Hey, komm, Nicke, dein Zimmer am 11. Ja. Ich mach bereit. Mach mich mal schnell frisch. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt ist mein Glück perfekt. Lässt du jetzt ganz Berlin hier antanzen? Prinzessin, wir sind hier zu Gast. Wir sind nicht die Eigentümer. Du hast deinen Freund eingeladen. Ich habe meine Freundin eingeladen. Wo ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist leicht zu begreifen. Karlchen hat uns überrumpelt, sich selbst eingeladen, während du Leute hierher kommen lässt, ohne mich vorher zu fragen. Jetzt mach mal langsam. Was hat der nette Herr Baron gesagt? Make mein Haus dein Schloss. Und zu meinem Haus gehören auch meine Freunde. Ich will nicht dauernd an Berlin erinnert werden. Ach, da liegt also der Schmerz begraben. Dann sag's doch gleich, ich bin auch aus Berlin.
macht die Karriere. Nur Geduld. Also, hier steht, besonders Billy Sunshine ist grandios. Grandios. Du bist grandios, ja. Ich weiß es. Das ist wunderbar. Und außerdem steht noch drin, das eleganteste von Berlin. Jungs, kommt mal her, das müsst ihr sehen. Kommt mal her. Frivol, selbst perverse Erröten. Umwerfen siehst du da aus. Na, ohne euch ist Berlin ja auch nur ein provinzielles Nest. Hm, finde ich auch. Wir sind das Ereignis, Kurt. Auf allen Ebenen, wie es scheint. Wieso? Ich bin angeklagt. Komm, wir lassen das jetzt. Wir sind doch jetzt zusammen, oder? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Hey! Na, na, na. Wahnsinn, die zwei. Warte ein bisschen! Hey, wo sind wir denn hier? Falsche Richtung! Da lang! So, jetzt gibt's eine Abkühlung! Lustschloss. Jetzt bin ich in der Zeitschrift, habe ich ja noch nie gesehen. Der Talisman der Dame. Mein Herr, hier wird nicht gelauscht. Aber du könntest dich nützlich machen und uns einen Schlummertrunk kredenzen. Sehr wohl, Madame. Was darf es denn sein? Wasser? Wasser oder Wasser? Des schwedischen Wassers, bitte. Ach, und für mich bitte einen Schnaps. Dann stinkst du die ganze Nacht aus dem Mund. Na und, wer soll mich denn schon küssen? Hat das Schloss gespenst? Ach ja, und such dir doch bitte ein anderes Nest, weil heute Nacht wird Billy bei mir schlafen. Du hast doch sicherlich nichts dagegen. Wie könnte ich? Habe ich doch hier die Einsamkeit gesucht. Willst du auch einen? Ja. Und? Gehst du zurück für den Prozess? Würdest du? Man muss sich den Problemen stellen, wie Jakob immer sagt. Wenn ich Jakobs Probleme hätte, dann würde ich auch dem Trieb gehorchen und nicht der eigenen Not. Gibt's eine Möglichkeit, das Zeug zu widerrufen? Die gibt es immer. Soll ich mich verleugnen? Manchmal braucht es Mut, ein bisschen feige zu sein. Das kann nichts schaden. Und überhaupt, was wollen die dir anhaben? Du bist ja nur doch ein gepildeten junger Mann. Du weißt ja auch Bescheid in der Geschichte von populistischen, totalitären Machtstreben, ne? Zuerst sind immer die Schriftsteller und die Journalisten dran. Journalisten wohlgemerkt, nicht diese ganzen korrupten Lohnschreiber. Sie werden mundtot gemacht, man verbrennt ihre Bücher. Dann kommen die Künstler dran, die Hofnarren. Vorzugsweise natürlich zuerst die Jüdischen. Ach, hör doch mal bitte auf mit dem Quatsch. Niemand wird so blöd sein, sich der Intelligenz zu entledigen. Was unser Volk braucht, ist Ordnung und Selbstvertrauen nach dem Chaos. Und etwas Hoffnung auf eine Zukunft, für die es sich lohnt zu leben. Oder zu sterben. Karlchen, wir halten uns gegenseitig Vorträge. Unterste Schublade. Kann uns gar nicht zuhören. Grauenhaft. Es tut mir weh, dich so zu sehen, Kurt. Du bist so verzweifelt pessimistisch geworden, so kenne ich dich gar nicht. Wo ist denn deine berühmte Ironie geblieben, hä? Unterwegs verschütt gegangen. Wie ist es gekommen, dass wir Freunde geworden sind? Hm. Komm, wir spielen eine Partie. Was ich machen will? In der Gegend gehen spazieren. Los, komm, gib Gas! Die Fahne, die Fahne!
Das hast du gut gemacht, Billy. Ich hätte es nicht besser gekonnt. Vielen Dank, aber der Reifen ist hin. Oje, oje, oje. Kann man denn den Schaden beheben? Oh. Also, meine Herren, ran an die Buletten. Ja, aber wir brauchen wahrscheinlich irgend so ein Wagenanhebegerät, oder? Ja, zwei Reifen habt ihr ja schon mal. Na eben, und eins wird schon passen. Komm, wir lassen die Männer machen. Viel Spaß! Dankeschön. Wir werden uns bemühen. Wie kriegen wir das Ding hoch? Ich weiß nicht, was hätte Archimedes getan, ne? Erstmal eine geraucht. Und dann hätte er vermutlich gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Nur ein kleines bisschen tödlich. Ich finde, das sieht sehr erotisch aus. Unheimlich erotisch. Was hast du vor? Abwarten. Man kann aus denen kein Eierkuchen. Ich schon. Denn ja, komm. Tag ist heute? Sonntag. Vorgestern war auch schon Sonntag. Wen interessiert das überhaupt? Billy, was macht eigentlich die Kunst? Oh gut, ich habe ein Angebot aus Babelsberg. Toll. Mhm. Worum geht's? Aber irgendwas mit Strapsen und Singen und Tanzen und Küssen. Und ich spiele dann so ein leichtes Mädchen, was alten Geldsäcken noch mal das Paradies zeigt, bevor sie in der Hölle schmoren, wie im richtigen Leben. Alter. Dass du die nächste Asta Nielsen bist, habe ich schon immer gewusst, du. Kurtchen, ist doch ein Thema für dich. Du kennst dich auch aus in der Halbwelt. Hm? Genau, schreib du doch das Drehbuch. Ja, gute Idee. Nein. Das Schreiben lasse ich bleiben. Wer soll ihn denn machen, diesen Film, hä? Ach, irgend so ein Österreicher. Wilder, glaube ich. Soll ein großes Talent sein. Hm. Naja. Die österreichischen Talente kommen ja schwer in Mode. Komm, Karlchen, wir gehen fliegen. Ich brauche frischen Wind um die Nase. Oh, fliegen, das habe ich noch nie gemacht. Oh, ich komme mit. Ich nicht. Ach, natürlich. Nein, ich brauche festen Boden unter den Füßen. Außerdem gibt es nur zwei Plätze und ich habe Angst. Mit mir brauchst du keine Angst zu haben. War da nicht noch so eine andere Maschine auf dem Flugfeld? Die gelbe Seemann von Bengtson. Oh ja, die schnappen wir uns.
wackelige Beine. Es war so toll! Geht's? Komm sofort. Oh oh. Na? Wie war's für euch? Aber Lydia! Schatz, was du ist denn? Du verdammter Idiot! Willst du dich umbringen, ja? Willst du das? Du! Tu das alleine, du egozentrische Memme! Und du fliegst heute zu deinem Vergnügen nach Russland, was? Du bist doch verblendet. Hier kommt die braune Soße doch schon so doll raus. Wegen Leuten wie dir, ohne Disziplin und nationalen Stolz in den Knochen, geht unser Land vor die Hunde. Sieh dir doch ein Finger aus dem Arsch. Vielleicht geht dir der Überdruck aus dem Kopf raus. Lass uns wenigstens die Erinnerung retten. Na, komm schon. Gib mir mal einen Kuss. Jetzt küsst euch. Ich hab dir alles hingegeben, mich, meine Seele, Zeit und Geld. Du bist ein Mann, du bist mein Leben, du meine kleine Unterwelt. Doch habe ich mein Glück gefunden, seh ich dir manchmal ins Gesicht. Stunden, nein, zärtlich bist du nicht.
Du küsst recht gut, auf manche Weise zeigst du mir, was das ist, Genuss. Du hörst gern Klatsch, du sagst mir leise, wann ich die Lippen nachziehen muss. Du bleibst sogar vor anderen Frauen in gut gespieltem Gleichgewicht. Man kann dir manchmal sogar trauen, aber zärtlich bist du nicht. Also, und das ist auf jeden Fall eine Alternative, oder? Soll ich das machen oder nicht? Wer isst, soll nicht arbeiten. Ada! Warte! Kleid auf. Ja, mal deine Schuld, dein Fischersfleisch. Ich glaube, wir haben Besuch. Ich dachte, solche Trolle gibt's nur im Märchen. Hey, die kennen wir doch schon. Hm? Komm mal raus da. Komm mal her. Na, trau dich. Komm, wir setzen dich mal aufs Bett. Na, was hast du denn ausgefressen? Warum bist du weggelaufen aus dem Heim? Hast du Hunger? Ein eindeutiges Ja. Onkel Kurt kümmert sich um uns. Essen hilft ihm Tante Billy. Ja, gerne. Wir machen ganz was Leckeres. So, jetzt kriegst du erst mal was Leckeres zu essen. Dann stecken wir dich, glaube ich, mal in die Badewanne. Du siehst ja aus wie ein Dreckspatz. Also, erzählst du mir jetzt, wer du bist? Ich will doch nicht mehr hin, bitte. Was ist denn passiert? Ich will nicht sterben. Aber du bist doch noch viel, viel, viel zu klein, um zu sterben. Sophie ist auch gestorben. War Sophie auch in diesem Heim? Meine beste Freundin. Will zu meiner Mami. Weißt du, dieser kleine Moment von Stille, als der Motor ausging? Der Wind. Mhm. Ich hätte ewig so runtergleiten können. Bis zum Absturz. Warum nicht? Der kommt so oder so. Du bleibst. Möglich. Schade, wir werden dich vermissen. Und du? Ich will arbeiten. Verpassen Absprung nicht. Man will mich mehr denn je. Im Ausland bin ich ein Niemand, in Berlin ein Star. Ich wäre doch dumm, wenn ich das nicht auskosten würde. Dass unsere Welt in Deutschland aufhört zu existieren, brauche ich dir wohl nicht zu sagen. Männer bleiben Männer, ob in Frack oder Uniform. Sie will nicht mehr zurückgehen. Sie hat so schreckliche Angst. Ja, die hätte ich an ihrer Stelle allerdings auch. Also bitte bringen Sie zurück. Würdest du sie freundlicherweise fangen? Ich möchte gern hierbleiben. Ja, zieh mich nur schnell auf. Er hat recht. Heute Nacht sollten wir sie noch hier behalten. Wozu denn? Das Kind ist offensichtlich weggelaufen. Es erzählt uns Geschichten. Im Heim
Herrn wird es vermisst. Wir haben kein Recht, es hier zu behalten. Also bitte bringen Sie zurück. Vorsichtig beim Aussteigen. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie mir das Kind zurückgebracht haben. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Ada, wo warst du denn? Wir haben überall nach dir gesucht. Das Kind ist ein kleiner Ausreißer. Ach, das kommt öfter vor. Ja, unsere Ada denkt eben immer nur an sich. So, waschen und ab ins Bett. Ada hat uns einige Geschichten erzählt. Ach, das Kind verfügt über eine große Einbildungskraft. Über eine Sophie? Sophie? Ist sie noch bei Ihnen? Nein, die Sophie ist nicht mehr bei uns. Vielen Dank für Ihre Mühe. Aber jetzt! Du musst kräuten! Moment! Was machen Sie denn da? Eine Pause! Was machen Sie denn da? So, ich werde aus dir machen. Teufelsbraten! Hier hast du Zeit zum Nachdenken. Deiner Mutter werde ich schreiben und ihr berichten, was du angestellt hast, du! Morgen schreiben wir der Mutter. Was willst du denn schreiben? Ada hat schlimmes Heimweh. Wir haben doch nicht mal ihre Adresse. Doch, ich habe die Adresse. Ada Colin, Löwengasse 23, Wien. Also, was sollen wir schreiben? Wieso wir? Ich werde der Frau bestimmt nicht schreiben. Die Sache geht mich überhaupt nichts an. Ich finde im Übrigen meinen Schatz, dich auch nicht. Du musst ja nicht immer gleich den Schutzengel spielen. Du hast doch den Schmerz in ihren Augen gesehen. Und die Verzweiflung. Ja, und es tut mir auch wirklich sehr leid um das Mädchen, aber ich kann es nicht ändern. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich da einzumischen. Nur weil es dem kleinen Fräulein hier zufällig nicht gefällt. Ne? Die Mutter weiß bestimmt nicht, wie schlecht es dem armen kleinen Ding geht. Und diese Sache mit der Sophie, die ist mir auch nicht geheuer. Woher wissen wir denn überhaupt, dass sie die Wahrheit sagt? Vielleicht will die Mutter gar nichts mehr von dem Kind wissen. Sei doch mal ein Quäntchen realistischer, nicht die ganze Zeit so verdammt sentimental. Ich bin nicht sentimental. Doch, doch, du bist sentimental. Du komm mal runter von deinem hohen Ross, auf den Boden des Gefühls und zeig mal Mitleid für andere, anstatt dich in deinem Selbstmitleid zu suhlen. Angst hatte sie. Ja. Die kennst du doch, die Angst. Oder willst du die jetzt auch noch verleugnen? Bitte. Ja, Till Utlandet, ja, Österreich. Na, wie war's? Zufrieden? Zufriedestens. So, jetzt mag ich euch wieder, ihr Idioten. Wenn die Igel in der Abendstunde stehen, nach ihren Mäusen geh, hing auch ich verzückt an deinem Munde und es war um mich geschehen und du gabst dich mir im Unterholze einmal hin und einmal her und du fragtest mich mit Deutsch
deutschem Stolze, ob ich auch im Krieg gewesen wär. Anna Luise, Anna Luise, Anna Luise, Anna. Verzeihen Sie die Störung. Ihre Post. Danke, Frau Andersson. Noch ein Tee? Vielen Dank. Hier ist Post für dich. Für mich? Kurt, ist
ist der Brief von Frau Colin aus Wien. Dabei. Ein Brief von ihrer Mutter. So, an die Arbeit. Schönen guten Tag. Wegen des Briefes für Ada von ihrer Mutter. Halt dich Maul, Affenfall. Die hat uns nämlich gebeten. Die Tante ist drin im Haus. Ich werde sie ihr geben, sobald sie ein Geschenk verdient hat. Was kann ich für Sie tun? Wir kommen im Auftrag der Frau Colin und möchten wegen des Mädchens mit Ihnen sprechen. Wir haben einen Brief. Ein Brief? Darin bittet uns Frau Colin, ab und zu nach dem Mädchen zu sehen. Ja, weil sie eben weiß, wie empfindsam das kleine Ding ist. Folgen Sie mir bitte. Wenn ich meine Schützlinge bestrafen muss, dann geschieht das aus Liebe. Verstehen Sie? Aus Liebe. Aber wenn wir Sie bitten, Ada die Strafe zu erlassen, dann wäre das doch sicherlich kein... Dazu kann ich mich nicht entschließen. Durch harte Arbeit und Entbehrungen wird sie lernen müssen, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Gehorsam zu sein. Frau Colin hat mich angewiesen, das Kind streng zu halten. Gewiss. Manchmal müssen Kinder streng erzogen werden. Ja. Aber doch nicht bis zur Verzweiflung. Wer treibt hier das Kind zur Verzweiflung? Erziehen Sie Ihre eigenen Kinder, wenn Sie welche haben, mit der Dame hier. Dieses Kind erziehe ich. Haben Sie überhaupt Kinder? Nein, haben wir nicht. Das habe ich mir gedacht. Verheiratet sind wir auch nicht. Tja. Aber wir lieben uns. Im selben Bett, wie sie wohl versteht. Übrigens immer öfter. Erst heute Vormittag viermal. Ja, entschuldige, Schatz. Ich weiß, am Baumstamm, vorhin. Fünfmal, also eins werden mit dem anderen. Einheit und Körper und Geist. Sich einfügen. Schatz, ich finde, ich füge mich schon ganz schön bei dir ein. Tragen Sie Ihren Schmutz nach Palästina! Ja. So ist es schön. Im Takt. Eins, zwei, drei, vier. Und es wird immer schlimmer, wenn wir uns drinnen, draußen, nachts, tags. Wir tun es auf den Fußboden und wir tun es sogar in gottesfreier Natur. In gottesfreier Natur, Sie... Das war ja ein toller Sieg. Gehen Sie doch nach Palästina. Ich hab's genau gehört. Kommunist? Nein. Parasit? Nein. Pazifist? Nein. Schwul? Nein. Aber die beschnittene Vorhaut hat sie sofort gewittert. Was ist denn in dich gefahren? Du hast alles nur noch viel schlimmer gemacht. Ja, es tut mir leid. Ich war mir selbst ganz fremd. Gut, aber schlecht. Ich hab's verbockt. Ja, das hast du auch. Du hast den Mief doch selbst gerochen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Mein Gott, mir ist die Galle hochgekommen. Und das war dir so wichtig, dass du darüber das kleine Ding vergessen das hast? Das hab ich nicht. Es tut mir leid. Ich werde schreiben. Schreiben? Ich werde der Mutter ausführlich schreiben. Ja. Du hast, seit wir hier sind, noch nicht einen einzigen Satz geschrieben. Ich hab Sommerpause. Pause? Ich sag dir, was du hast. Ausgeschrieben hast du. Für dich ist alles nur ein einziger Witz. Deine Bücher und ich auch. Dein ganzes Leben ist dir so egal wie das Mädchen.
Würden Sie bitte die Güte haben, uns Zutritt zu diesem Raum zu gewähren? Nein. 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 Tante. Du wunderbare Quelle. Tante! Lassen Sie das Kind los und verschwinden Sie aus meiner Prämisse, Sie. So, bleibt ihr hier. Ich habe elterliche Gewalt über das Kind. Fein haben Sie sich das ausgedacht. Ich zeig Sie an. Hausfriedensbruch, Kindesentführung. Bitte nehmen wir doch Platz. Dankeschön. Wir werden die Kleine sicherlich nicht entführen. Hören Sie zu, ich habe meine Grundsätze. Solange das Kind in meiner Macht... Wir werden Sie von dieser Bürde befreien. Das Kind bleibt nicht bei Ihnen. Wie? Wir bringen Ada zurück zu ihrer Mutter. Das ist nicht wahr. Hier ist die Vollmacht. Unterschrift ist notariell beglaubigt. Das also ist der Dank. Das ist der Dank, dass ich mich um diesen verwahrlosten Teufelsbraten gekümmert habe. Das haben Sie der Mutter eingeredet. Wer weiß, was Sie ihr für Lügen aufgetischt haben. Wir werden das Kind also gleich mitnehmen. Hier ist der Scheck. Mit Geld allein ist das nicht geregelt. Verstehen Sie? Geht's um etwas ganz anderes. Wir werden die Sachen des Kindes zusammenpacken. Hören Sie, die Kinder sind mir doch ins Herz gewachsen. Ich habe die Wesenheit der Menschen studiert. Es geht mir nicht. Spreche es nicht aus. Es war ein kurzer Sommer. Er war voller Liebe und voller Zärtlichkeit. Und du hast es mir leicht gemacht, ihn zu genießen. Erinnerst du dich noch an die Holländerin in Paris? Nein. Die habe ich vergessen. Aber ich kenne eine junge Frau in Berlin. Die hat die schönsten Augen. Die aufrichtigste Seele. Den sinnlichsten Mund. Und so viel Heimat. Dass man den Mut und die Zuversicht finden könnte. Der Verzweiflung zu entkommen. Thank you.
Danke für die gute Zeit. Pass auf dich auf. Ich denke an dich. Fahr! Fahr! Unsere Geschichte hat Kurt anders erzählt. Einiges von dem, was wir erlebt hatten, kam darin vor. Anderes veränderte er. Es sollte ja eine Sommergeschichte sein. Etwas, was die Lotte ihrer Freundin schenken konnten. Eine kleine Geschichte, leicht ironisch, zart im Gefühl, mit einem bunten Umschlag. Er starb 3 Jahre später, nur wenig entfernt von dem Ort, wo wir unseren Sommer verbracht hatten. Seine Abschiedsworte habe ich nie vergessen. Man denkt oft, die Liebe ist stärker als die Zeit. Aber immer ist die Zeit stärker als die Liebe. Nach ihren Mäusen geh, hing auch ich verzückt an deinem Munde. Und es war um mich geschehen. Und du gabst dich mir im Unterholze. Einmal hin und einmal her. Und du fragtest mich mit deutschem Stolze, ob ich auch.